Also da am Hundeklo hat man ebenfalls eine Markierung unten. Ja, unsere hochwertige Regenbekleidung hat eigentlich nur Vorteile. Sie ist nämlich nicht wasserdicht, dafür ist aber auch nicht atmungswürdig. Also der Trockenrasen müssen beweidet werden, so ähnlich wie der Heide. Hallo und Grüße aus Weißenkirchen in der Wachau. Ich bin Flatterbein und heute geht es auf die dritte Etappe vom Welterbesteig Wachau. Von Weißenkirchen bis nach Spitz und da nehme ich euch einfach mit. Denn so ruhig wie jetzt haben wir es wahrscheinlich heute den ganzen Tag nicht mehr. Ja, es ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, ich habe immer gute Gründe euch mitzunehmen. Diese guten Gründe, die sind natürlich ziemlich konstruiert, weil ihr habt ja auf das Video draufgeklickt, weil ihr es mitkommen wolltet. Aber irgendein Blödsinn muss man sich ja leisten. Burgstiege in 210 Meter, schau. Da geht's für uns hinein, oder? Es ist halt eigentlich eine gemütliche Etappe mit nur ungefähr 10 Kilometer. Das heißt auch natürlich nicht, dass wir da jetzt noch in der Ebene dahin trotteln, sondern schon im Ort verlangt uns die Stiege alles ab. Also in diesen historischen Gassen von Weißenkirchen hat man die Markierung nicht gerade eben auf Augenhöhe angebracht, das hat das System schon. Also da am Hundeklo hat man ebenfalls eine Markierung unten. Da vorne diese hohe Steinmauer und die Leitschienen drüber. Das ist die Seiwarer Straße, eine berühmte Bergrennstrecke. Aha, Bürgermeister Franz Miesbauer Straße. Na, hoffentlich war er als Bürgermeister besser als Bauer. Der Kulturgenuss darf man sich nicht verwirren lassen. Spitzkirchenplatz ist unser Ziel in der Riedsitzling auch. Zeig den Zuschauern einmal, wie man so eine Jacke auszieht. Jacke ausziehen für Anfänger. Da kann sicher ein cooles Video machen. Was glaubst du, wie viele Leute nach dem Suchen, nach dem Suchbegriff? Außerdem, wer kann das schon so professionell vorzeigen wie du? Kindergarten. Ja, weiß man nicht heutzutage. Professionell ausgezogen, professionell verstaut. Machen wir ein Lehrvideo draus. Ich bin ja schon groß hier. Ja, schon sehr groß sogar. Also hervorragende Technik, zeitlose Eleganz. Ja, unsere hochwertige Regenbekleidung hat eigentlich nur Vorteile. Sie ist nämlich nicht wasserdicht, dafür ist sie aber auch nicht atmungsaktiv. Dort, wo dein Herz ist. Ja, in so einem Hohlweg gibt es natürlich ein ziemliches Erosionsproblem, dem die Hainbuchen da ziemlich verzweifelt mit der Ausbildung entsprechend der Wurzeln begegnen. Kann man gespannt sein, wie lange sowas noch gut geht. Hm? Ja, auf der Riedbichl sind fast 300 Meter erreicht. 420 ungefähr geht es heute noch. Ja, für manche ist der Herbst die Zeit des Verfalls und der langen Nächte. Und für andere ist die Zeit der prächtigen Farben und der letzten Erinnerungen an die Vielfalt der Natur, bevor sie alles zur Ruhe begibt.
Ja, wer hier schon müde ist, kann eine wunderschöne Aussicht auf Weißenkirchen hinunter genießen. Und jetzt sagen sie uns nichts. Ja. Das war gemein. Das ist oh ja, da ist was drauf, schau. Ja, ich habe es auch nicht gleich gesehen, aber Tatsache. Muss ein bisschen schauen, da frisst der Baum schon die Wegweiser. Da ist es schlammig und rutschig und am Anfang auch ein bisschen unangenehm, wenn man wirklich so steil hat, dass man leicht wegrutscht. Ja, muss man durch, nutzt nichts. Es war übrigens sehr gute Entscheidung von dir, dass du heute in der Früh das Profil ausgeputzt hast von meinen Schuhen, weil da hat jetzt der neue Gatsch am Platz. Ja, genau. Da fragt sich ja schon, gell, was man den ganzen Stiefel da wieder aufgerennt ist, wenn man jetzt wieder absteigt. Wir sind schon schön blöd, oder? Ja, nur dazu besser im schönen Wetter. Lösboden. Anders wäre so ein Hohlweg fast nicht vorstellbar. Michaelerberg in 30 Minuten, Rotes Tor in 1,75 Stunden und Spitzkirchenplatz in 2 Stunden. Wir sind am Geisberg in 330 Meter. Ja, wenn man so einen matschigen Abstieg in den Beinen hat, dann ist sogar der Asphalt akzeptabel. Gell? Wir wissen schon, warum es der Asphalt geht. Jetzt Wald ist, hat irgendwann einmal. Doch noch jemand versucht mit Weinbau. Brav markiert, damit man da im Gebrauch dieser Asphaltstraße bestärkt ist. Für uns geht es jetzt ein Stück am obersten Rand der Weinterrassen dahin. Bis wir dann jetzt in ein sehr schönes Gebiet oberhalb von St. Michael kommen. Ried hoch rein, 384 Meter Seehöhe. Mit einem Rastbankerl. Na, das nehmen wir doch, oder? Wenig Aussicht, aber immerhin. Ja, weniger Forststraße heißt leider nicht weniger Matsch. Rotes Tor 1,25 Stunden, Spitzkirchenplatz 1,5 Stunden, Michaelerberg. Also der Trockenrasen müssen beweidet werden, so ähnlich wie eine Heide. Eine ganz eigene Vegetation und wunderschöne Ausblicke.
Michaelerberg heißt nicht umsonst Berg. Nicht? Mit Felsformationen und einem fast schon alpinen Pfad auf einmal. Also, wir werden das Mysterium lüften von dieser Konstruktion. Da, ein Gipfelbuch ist da. Ach so. Ja, hier ist halt ein schöner Aussichtspunkt. Viel Freude beim Eintragen und seid sparsam mit dem Platz. Norbert aus Krems. Ja, wunderschöner Blick auf Spitz und den 1000-Eimer-Berg. Und dann einen Schuhverband, der sich da redlich müht, was hauptsächlich hinten aussprudelt und vorne nichts weitergeht. Man würde so eine felsige Landschaft vermuten, da abseits der Alpen. Es ist zwar kein Kalk, sondern Gneis hauptsächlich oder eben Granit. Es ist aber genug davon da auf jeden Fall. Dadurch, dass man zumindest eine klare Sicht hat, wird man entschädigt. Und zum Sehen gibt es speziell da in der Gegend am Spitz bei dieser schönen Schleife von da drüben. Wirklich genug? Sei ohne Angst, Städter. Glaubst du, wir dann das hinweisen darauf, dass man sich nicht von der drohenden Absturzgefahr fürchten soll? Ja, so absturzgefährdet ist es ja gar nicht, wenn man nicht gerade unqualifiziert versucht, diesen Stein zu finden. Hätte man in die andere Richtung anschreiben müssen, bei dem alpinen Abschnitt. Ja, oder? Vielleicht ist das einfach nur so eine allgemeine Lebensanweisung. Man kennt ja auch so, folge niemals irgendwelchen unqualifizierten Ratschlägen. Auf so einen Stein draufschreiben, hä? Die Sakine bist du, wenn ich in jedes Loch hineinschauen müsste, so wie der Saki. Ja, da schon. Nein, schon. Gewesen. Das war ein Sondierungsstollen von einem Bergwerk, da wollten sie, glaube ich, Kupfer abbauen. Wieder eine Kreuzung Buschhandelwand in 409 Meter Seehöhe diesmal. Da sind wir noch nicht viel abgestiegen, aber jetzt geht es nach Spitz. Ja, der Jauerling verbirgt sich in Alpen, gell? Da ist nichts zu holen. Mieslingtal, 261 Meter Seehöhe. Rotes Tor in 10 Minuten, Welterbesteig. Nach vielleicht 100 Metern links abbiegen zum Roten Tor über den Bach drüber. Ja, schaut's. Jede Menge Wegweiser beim Roten Tor. Ja, das Rote Tor vor Spitz. Dann sind wir fast schon am Ende unserer Etappe mit einer schönen Aussicht. Gell? Da können wir mal durchgehen. Da hätten wir ein schönes Rastbank. Magst du ein bisschen rasten und ein Müsli-Riegel essen vielleicht? Ja, mit einer großartigen Aussicht, oder? Da, schau, das ist dein Motto, Mama. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Ja, das Rote Tor ist gut besucht. Ob der schönen Aussicht. Und das ist dann auch gewesen für diese Etappe mit der Aussicht. Es geht nämlich da in dieses kleine Wegerl hinunter. Ist dir schon aufgefallen, die Kirche von Spitz ist weißer als wie die Kirche von Eisenkirchen. Das ist doch ein Nussbaum, oder? Da hätte man nur einfach schon rechtzeitig schauen müssen.
dann hätten wir da erkannt, Welterbesteig. Mhm. Juglans Regia, eindeutig. Ja, fast schon wieder aus, ist es die dritte Etappe von Welterbesteig Wachau. Weinverkauf bitte rechts neben dem Tor die Glocke läuten. Außerdem kann man da direkt das Geld in die Brieföffnung einwerfen. Das ist doch nett, oder? Und Kürbisse zur freien Entnahme. Sehr cool. Der Kirchenplatz ist erreicht. Das war es jetzt von der dritten Etappe vom Welterbesteig Wachau. Ich bin Flatterbär und weiter geht's hoffentlich für euch auf der vierten Etappe. Und falls nicht, vielleicht sieht man sie einmal bei einer anderen Tour. Ja, mit Einschalten funktioniert die Kamera gleich viel besser. Aufpassen, dass du nicht über die Stiege da stehst, sonst fliegst du noch hinauf. Es wird dich freuen zu hören, dass es da eine mystische Nebelstimmung gibt. Ja, sehr. Hast du schon vermisst, oder? Ja, genau. Stell dich hin. Stell dich näher. Stell dich noch näher. So. Und stell dich wieder weg. Nein, natürlich nicht. Da drüben kommen wir her, vom 1000-Elmer Berg. Da ist das Schild so schön angeschrieben. Panoramaweg.